Hey, schön, dass ihr da seid. Ich habe vor wenigen Tagen zum allerersten Mal DxO Pure Raw ausprobiert und da kam jetzt gerade die dritte Version auf den Markt und ich bin absolut beeindruckt davon. Deswegen möchte ich meine Erfahrungen direkt mit euch teilen, denn ich denke, dass es ganz, ganz viele Anwendungsbereiche dafür gibt und dass jeder zumindest mal die Testversion ausprobieren sollte, denn die ist für 30 Tage oder sogar 31 Tage kostenlos, ohne irgendwelche Wasserzeichen drin oder ähnliches. Und da kann man sich ein ganz gutes Bild davon machen, was man davon hält. Ich bin absolut beeindruckt und ich zeige euch jetzt einfach mal an einem Beispiel, was sehr dunkel und sehr verrauscht ist, was man damit rausholen kann. Ich möchte da direkt mal mit so einem Extrembeispiel anfangen, denn ich denke, das zeigt am besten, was die Software wirklich leisten kann. Ich habe das Reh hier in so einer Allee aufgenommen und die Allee hat zwei Felder getrennt und ich habe erst auf dem linken Feld, dann auf dem rechten Feld Rehe fotografiert und irgendwann haben die sich in diese Allee verzogen und da drin ein bisschen Zeit verbracht und dann bin ich da rein und habe versucht zu fotografieren und es war extrem dunkel. Das war, glaube ich, morgens um 4 oder so. Es war super, super dunkel und das Foto ist total unterbelichtet. Und als ich dann später geschaut habe, was man damit machen kann, wenn man die Belichtung ein bisschen hochzieht, habe ich relativ schnell für mich entschieden, dass das Foto nicht wirklich brauchbar ist. Und so lag das dann jetzt auch ungefähr ein Jahr oder anderthalb oder so auf meiner Festplatte. Ich glaube, ich hatte das mal irgendwo gepostet, aber so richtig glücklich, war ich damit eigentlich nie. Wenn ihr euch wundert, warum ich die Belichtung einfach so hochziehe und nicht einfach die ISO hochgezogen habe, die Sensoren von der Fuji sind ISO-invariant. Das heißt, das macht keinen wirklich großen Unterschied, ob ihr mit einer geringen ISO fotografiert oder die ISO hochzieht oder später einfach die Belichtung hochzieht. Da sind bestimmt ein paar rechnerische Unterschiede, aber nicht wirklich groß sichtbare Unterschiede. Das Foto ist aufgenommen mit ISO 2000 und wenn ich die Belichtung auf plus 2 setze, dann kann man ungefähr davon ausgehen, dass das einem ISO-Wert von 8000 entspricht, den man hier hätte, wenn ich das Foto mit dieser Belichtung aufgenommen hätte in der Kamera. Ich gehe jetzt mal zurück und zeige euch einfach mal, was Pure Raw daraus macht, wenn ich das über das Plugin für Lightroom das Foto entwickeln lasse. Da öffnet sich jetzt einmal so ein kleines Fenster von DxO. Das fragt uns jetzt gleich, wie wir das Ganze entwickeln wollen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es zum einen diese hohe Qualität, Prime, Deep Prime und Deep Prime XD. Deep Prime XD ist, glaube ich, sogar neu für Fuji-Kameras oder zumindest in Pure Raw ist es neu für Fuji-Kameras. Ich weiß nicht, ob das in Photolab 6 schon verfügbar ist von DxO für die Fuji-Kameras, aber hier ist das definitiv neu. Und ihr habt dann so ein paar Auswahlmöglichkeiten. Die Objektschärfe könnt ihr hier angeben mit Weich, Standard, Stark und Hart. Ich nehme meistens Standard, weil das einen ganz guten Mittelwert trifft. Wenn ihr aber sagt, ihr habt ein Objektiv, das sehr, sehr weich ist und wo ihr mit der Schärfe nicht wirklich glücklich seid, dann könnt ihr hier auch andere anwählen. Demnach wird dann das Foto etwas stärker oder weniger stark nachgeschärft. Hier könnt ihr Vignettierung entfernen, Objektverzeichnung. Ich lasse die beiden meistens aus. Das lasse ich auch meistens aus, wenn ich sonst in RAW-Convertern arbeite, da ich finde, dass man so eine Objektverzeichnung oft nur sieht, wenn man wirklich klare, gerade Linien in seinem Foto hat. Und das habe ich in meiner Art der Fotografie sehr selten. Und die Vignettierung füge ich meistens eh im Nachhinein hinzu. Also kann ich sie auch gleich weglassen. Aber das gibt sicher auch Fälle, wo ich die direkt entfernen lasse. In diesem Fall finde ich es nicht so schlimm. Ihr könnt euch dann entscheiden, als was ihr das Ganze rauswerfen lasst. Ich nehme meistens eine DNG, weil das dann ähnlich wie eine RAW-Datei oder im Endeffekt gleich wie eine RAW-Datei weiter zu bearbeiten ist. Und das ist sehr praktisch. Ihr habt also alle Details und auch den Weißabgleich und alles noch, den ihr anpassen könnt. Und wo das Ganze dann gespeichert werden soll. Ich klicke jetzt einfach mal auf Deep Prime XD, denn das ist die höchste Qualität. Lass die Objektivschärfe auf Standard und gehe mal auf Verarbeitung starten. Und das dauert jetzt eine Weile. So, das hat jetzt ungefähr 1 bis 2 Minuten gedauert. Ich bin jetzt einfach mal weitergesprungen und dann zeige ich euch einmal, wenn ich die Belichtung hier wieder auf plus 2 setze
und das Ganze dann auch bei der RAW-Datei hier mache, bei der die von Lightroom entwickelt wird, wie die Unterschiede sind. Und so sieht das bei Lightroom aus. Wir haben jetzt hier keine große Noise Reduction hinzugefügt. Wenn ich das mache, finde ich aber auch, dass es alles an Detail verliert, was es hat. Also jeder, der es schon mal probiert hat, der weiß, dass das nicht unbedingt der Hammer ist. Deswegen lassen wir es einfach mal weg und schauen uns mal hier die Datei an. Und wenn ich mir anschaue, wie unglaublich dreidimensional das Bild plötzlich wirkt, dadurch, dass das Bokeh so weich ist und hier so viel Zeichnung im Fell ist und man hier sogar leichte Wimpern sieht, die hier wirklich nur zu erahnen sind, dann muss ich sagen, macht das einen sehr, sehr guten Job. Wenn ich mir hier dann mal das Fell anschaue, dann finde ich das absolut beeindruckend. Und wenn ich dagegen das Fell in der anderen Version von Lightroom betrachte, dann ist da nicht mehr so viel Detail vorhanden. Wenn ich mir das Ganze entrausche, ist absolut gar nichts mehr da. Also ihr seht, das ist nicht wirklich vergleichbar. Wir können uns jetzt mal noch ein paar andere Bereiche anschauen. Ich gehe mal ein bisschen weiter raus, damit ihr einfach mal ein Gefühl von dem Gesamteindruck bekommt. Denn am Ende ist es ja so, dass wir unsere Fotos gar nicht auf irgendwie 200% oder sowas anschauen, sondern meistens uns das gesamte Bild anschauen möchten. Und das ist auch sehr wichtig, sich mal das gesamte Bild anzuschauen, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, was hat sich im Rauschen wirklich getan und wie geht DxO vor allem auch mit so unscharfen Bereichen um. Denn gerade da hatte ich bei den anderen Arten von Software, die ich ausprobiert habe, diese Denoise Software, immer irgendwie das Gefühl, die sehen oft künstlich aus, die haben Artefakte oder sehen matschig aus. Und wenn wir uns jetzt mal das hier von DxO anschauen, dann muss ich sagen, ist das ehrlich gesagt atemberaubend. Also ich glaube nicht, dass ich so einen Flash in Qualität fühlen würde, wenn ich mir eine neue Kamera mit einem neuen Sensor kaufen würde. Und das hier sind 129 Euro, die man investieren müsste. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht von DxO gesponsert. Ich habe auch keine Affiliate-Links oder ähnliches. Ich mache das hier einfach nur, weil ich das Ergebnis beeindruckend finde und das so gut es geht teilen möchte, dass so viele Leute wie möglich auf diese Software aufmerksam werden. Denn gerade wenn man Wildlife fotografiert, finde ich, dass man häufig diese Details, die man hier im Fell sieht, verliert. Und mich persönlich frustriert es immer, wenn ich super früh aufstehe, rausgehe, fotografiere und dann Rehe sehe, aber mit den Ergebnissen nicht wirklich glücklich bin und mit sowas dann nach Hause komme. Und wenn ich stattdessen so ein Foto kriegen kann, dann macht mich das sehr, sehr glücklich und ich wette, so geht es vielen anderen auch. Deswegen möchte ich das so gut es geht teilen und so viele Leute wie möglich darauf aufmerksam machen. Wie gesagt, ihr könnt euch auch einfach mal die Testversion runterladen, denn die ist natürlich 100% kostenfrei und hat alle Funktionen. Ihr habt auch die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel kein Lightroom habt, das direkt über DxO Pure RAW zu entwickeln. Also ihr müsst das nicht über dieses Lightroom-Plugin machen. Das sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen, weil viele von euch vielleicht auch gar kein Lightroom benutzen. Für alle Fuji-User, die bisher Lightroom benutzt haben, und Lightroom als einzigen RAW-Converter benutzt haben, finde ich, ist DxO ehrlich gesagt fast Pflicht. Es klingt so ein bisschen hart und so soll es eigentlich gar nicht klingen, aber ich finde, dass Lightroom einen absolut furchtbaren Job macht, wenn es darum geht, Fuji-Dateien zu entwickeln. Und ich weiß, dass viele sagen, Lightroom ist mittlerweile auf einem Stand von Capture One und wenn man die Detail verbessern anmacht und so, dann wäre das alles super. Ich finde, dass Lightroom nicht sehr gut mit Tiefen umgeht und mit den Schwarzwerten, wenn man die versucht hochzuziehen. Ich finde, dass Lightroom keinen guten Job macht in den Details und ich bin im Endeffekt nur ein Fan von der kreativen Seite von Lightroom und was man damit machen kann, aber nicht wirklich von der technischen Seite und wie Lightroom mit RAW-Dateien umgeht. Wenn ich mir dann aber anschaue, was ich rausholen kann, wenn ich DxO benutze und mir jetzt den Umweg über Capture One sparen kann, dann finde ich das ehrlich gesagt sehr cool. Auch wenn wir uns hier mal diese Details von dem Fell in den Ohren anschauen,
das sieht ehrlich gesagt fast aus wie schwarze Magie, weil ich habe nichts davon in dem Ausmaß, vor allem hier, vorher erkennen können. Und jetzt sieht das ehrlich gesagt sehr gut aus. Wie gesagt, das ist absolute Pixelpieperei. Wir sind hier auf 171%. Aber ich wollte euch einfach mal das Ganze aus der Nähe zeigen. Wenn wir uns dann dagegen mal Dateien anschauen, die mit ISO 200 aufgenommen sind, dann kann ich euch einfach mal zeigen, was DxO mit den Details macht. Ich entwickle das einmal wie gerade auch in DxO und zeige euch dann einmal den Unterschied. So, ich habe das jetzt einmal vorgespult, das hat jetzt auch ungefähr 1-2 Minuten gedauert und dann zeige ich euch einmal, wie die RAW-Datei in Lightroom aussah. Wir sind jetzt hier auf 171% nach wie vor und so sieht das Ganze dann aus, wenn man das in DxO entwickelt. Und ehrlich gesagt finde ich, dass das Ganze plötzlich einen richtigen 3D-Effekt bekommen hat, den es vorher in dem Ausmaß nicht hatte. Es ist mehr so verschmolzen mit dem Hintergrund und sticht jetzt viel mehr ins Auge, meiner Meinung nach. Was man dazu sagen muss, DxO ist natürlich nicht frei von Fehlern, denn das Ganze wird AI generiert mit Daten von, ich glaube, Millionen von Fotos bearbeitet und da kommen natürlich immer mal so ein paar Probleme zum Tragen. Ja? Wir haben hier ein sehr unruhiges Bokeh. Und es liegt mit Sicherheit auch mit an dem Objektiv, aber auch einfach daran, dass die Äste sehr nah an dem Reh waren im Hintergrund. Und dieses sehr unruhige Bokeh, was auch in der normalen RAW-Datei von Lightroom schon sehr unruhig aussieht, wird natürlich ein bisschen mitgeschärft in dieser Datei von DxO. Was man in dem Fall machen kann und was ich machen würde, wenn ich jetzt Fotos hätte, die mir sehr am Herzen liegen, wo ich das absolut meiste rausholen will, weil ich die entweder drucken will oder weil ich die zum Beispiel vielleicht mal irgendwo für einen Award einreichen will oder sowas, für irgendeinen Contest, dann würde ich hingehen und die Datei nochmal entwickeln, die Objektivschärfe zum Beispiel auf weich setzen, das Ganze dann nochmal verarbeiten und dann später den Bereich rausmaskieren, der einem hier etwas zu hart ist. So sähe die Datei dann aus, wenn wir die mit Objektivschärfe weich bearbeiten würden oder entwickeln lassen würden. Und ich gehe jetzt mal gerade so ein bisschen näher ans Fell ran, damit ihr mal den Unterschied direkt seht. Das ist einmal die mit der Standard-Objektivschärfe. Da seht ihr direkt, das sieht einfach aus, als hätte das Ganze ein bisschen mehr Klarheit. Und hier ist es dann etwas weicher. Und da kommt dann auch zum Tragen, dass das hier ein bisschen weicher wird. Sieht natürlich immer noch sehr unruhig aus. Nicht mehr ganz so scharfkantig unruhig wie in der Datei davor, wie ihr hier seht. Aber wie gesagt, der Hintergrund war ein bisschen unruhig. Und ich glaube, da kann man dann auch nicht zu viel von der Software verlangen. Jetzt würde mich wirklich mal interessieren, welchen RAW-Converter ihr denn benutzt und ob ihr DxO schon mal ausprobiert habt oder andere Arten von Denoising-Software und welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.